Mittlere Reifen aufziehen. Kannst vorfahren, Ido. Alter, wie schnell soll ich denn bremsen? Junge, Alter, ich bin so auf die Bremse gestiegen und bin nun gefühlt 78 km/h trotzdem in der Box. Oh, Mann. Huh, das war ultra knapp. Hast du ja Durchfahrtsstrafen? Nee, ich bin ja noch rechtzeitig, aber ich dachte, da hatte ich ein bisschen Panik. Aktuelle behalten. Fahrer vor mir. Okay, aber ich komme ran. Fahrer vor mir. Habe ich Frontflügelschaden? Ich hoffe nicht. Tja, das habe ich natürlich vorher ausgestellt. Nein, nicht. Jedes Mal, wenn ich aus der Box rauskomme, erstmal sonst wo lang fahren, ey. Warum stehen die noch? Scheiß Autos! Einmal stoppen, ich will eigentlich gar nicht stoppen. Wahrscheinlich sollte ich jetzt meine Strategie ändern? Meine Strategie ist perfekt. 64. Wir fahren gleich vor mir rein am besten, ne? Na, fährst du zuerst oder ich? Andi, vor, ich bin links zu dir. Aktuell behalten. Der will mich jetzt immer zweimal auf Rot und einmal auf Gelbe losschicken, auf jeden Fall, ey. Ich mach eine 5-Stop-Strategie. Hat er bei mir auch fett gesagt. Ja, da fahr ich jetzt. Warte, ich bin gerade auf Weißen unterwegs, warum sollte ich jetzt wechseln? Ich hab die gerade eben aufgezogen. Wechseln! Ich hab die gerade aufgezogen. Wechseln. Ist auch gerade auf Weiße gegangen? Ja. Ja, er hat auch gerade auf Weiße gewechselt. Wechseln. Ja, ich habe auf Weißen gestartet, bin gerade auf Weiße gegangen und dann gehe ich gleich später nochmal auf Gelbe. Okay. Ich muss auf jeden Fall nochmal, ich bin mit den Weißen nur 11 Runden durchgekommen und das war... Was? Ich habe so einen Reifenverschleiß. Controllerfahrer bisschen. Ja, aber trotzdem. Ich habe keine 11 Runden Verschleiß. Beziehungsweise ich hätte wahrscheinlich auch noch zwei fahren können, aber das wäre dann schlechter gewesen, deutlich. Also ich bin mit Roten fast... Was, die man fährt so in die Box? 10 Runden gefahren? Nächste Runde. Also Ido fährt jetzt, fahr danach die Runde. Okay. Schreiben, aber ich, Monster jetzt, kann ich auch überhaupt nicht. Mich jetzt zu überrunden, also überholen würde ich nee, würde ich nicht, aber ich bin gefühlt schneller als du. Na, ich habe auch einen kaputten Flügel. Immer noch. Ich fahr auch gerade so eine Kacke. Ja, und dann fahr ich. Ja, noch passt's, ja. Warum fahr ich so eine Kacke? Wer hat das Mikro umgehauen? Basti? Hallo? Klang so wie Bastis Plastebecher, der gerade umgekippt ist mit Mikro. Da ich aber zu Hause bei deiner Mutter bin, kann es denn nicht sein. Alter, was geht denn hier ab? Hallo, Harianto, NASA. Harianto, Harianto. Kann das vielleicht mal in einer Folge nicht gesungen werden? Das passt aber einfach. Ja. Du fährst auch doppelrot, ne? Ja, klar. Nur weil du lieber deine Volksmusik hörst? Ja. Klar, ja. Ist doch geil. Ja, 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 kein Gegenargument. Ich höre ein Silbereisen for the best, ey. Silver Iron, Junge. Michael Turner. Michael Jordan. Michael Turner ist mein Lieblingsschlagerstar. Vor allem, als er sich die Hand gebrochen hat. Den. Was hat der? Als er sich die Hand gebrochen hat bei dem einen Dschungelcamp-Stunt. Ach ja, schade. Andi, du bist mich jetzt gleich los. Rechnestige Geschichte. Richtig hässlich. Okay. Michael Turner ist doch nicht hässlich. Nee, die Hand meine ich. Ach so. Deine Hand ist auch nicht hässlich. Habt ihr den Fail von Mariah Carey in New York gesehen? Ja, ja. Ja. War auch geil, oder? Habt ihr das mit Apecrime mitbekommen? Nein. Was war mit denen? Ja, die haben halt alle ihre Videos gelöscht auf ersten, zweiten Kanal, alle Twitter-Accounts gelöscht, bis auf den von Jan Mayer. Ich glaube, das ist ein Prank. Ja, wird ein Prank. Also es wird wahrscheinlich Promo für ihr Album sein, oder sie gehen den Tunnelweg, oder Genghis ist tot. Das sind die drei Gerüchte, die aktuell rumgehen. Ich glaube nicht, dass sie aufhören. Woher auch? Das wäre ein eigener Schnitt in den Arsch. Ah, ein schöner 12-Sekunden-Stop, das ist doch geil. Ja, und das macht Spaß und... Gut, wenn sie jetzt Musiker werden, halt den Tunnel und Anni-Weg. Jelo, du sagst Bescheid, wenn du da bist, ich mache dir keine Schwierigkeiten. Jojo. Das lohnt sich für mich nicht. War das eine Strafe? Ja. Und ich muss demnächst auch wieder in die Box. 2 Sekunden in der letzten Schikane. Ach scheiße, hab ich die bekommen. Ne? Dreimal die gleiche Kurve abgekürzt. Aber ich bin aber direkt wieder weg, ne? Ah, nö.
Nur weil du Supersoft hast. Merlin, wo bist du gerade? Was meinst du damit? Beides. Ich bin Fünfter und ich bin gerade durch die erste Kurve gefahren. Und okay. Ich fahre jetzt auf die zweite zu. Fünf Leute zwischen uns? Okay, alles klar. Und ein Fall auf Startziel. Andi war involviert. Nein. Also ich habe davon gerade nichts mitbekommen, ehrlich gesagt. Ich war gerade auf Startziel. Da hat sich Arianto gedreht. Arianto. Was war das letzte Rennen, was wir gefahren sind? Spa. Spa. Ja. Spa. Spa. Aha. 1.23, ich fahre die ganze Zeit 1.28 Zeit, ne. Aber ich war bisher nur auf dem Go. Auf den Geraden kommst du halt so krass ran, das ist krassbar. Ja, doppelt rechts. Ja, richtig. Ich hab mir halt gedacht, okay, in dem Regen möchte ich ungern mit 1 nach rechts fahren. Ja, aber das musst du riskieren, wenn im Regen, wenn im Rennen wirklich komplett trocken ist, nicht mal ansatzweise am Start Regen ist oder so, dann musst du im Quali so fahren, wie du auch sonst gefahren wärst, wenn es im Quali trocken gewesen wäre. Oder beziehungsweise das komplette Wochenende trocken gewesen wäre. Naja. Da hätte ich es wohl riskieren müssen. Will ich aber nicht. Will ich aber nicht. T-Shirt. Ich hab richtig Bock auf Nutella! Ach du Scheiße. War ich lieber als Dritter ins Ziel als. Gar nicht. Mann, ich werf gerade meine Position vor Crusher weg. Um einfach nochmal die berühmte Aussage zu zitieren, die in Baku gemacht worden ist. Ah, Sandwich Domino Day! Nee, Domino Day war letztes Mal. Oder vorletztes Mal? Ich weiß gar nicht mehr. Aber Domino Day gab's schon lange nicht mehr, oder? Ja, seit 2009. Rico zählt schon die Tage. So wie der Kasimulator, den gab's auch schon länger nicht mehr. Domino Day war echt geil. Domino Day war geil. Domino Day. Aber wir finden keine Sponsoren. Wir müssen mal sammeln. Ja, muss mal Frau Koludewig fragen. Na, ja, wir gehen mal in der Stadt rum und sammeln mal. Ja. Geh mal in Sachsen rum und fragen nach Domino Day. Ihr sollt hier rumgehen. Könnt da haben wir aber herzlich wenig schwarze Steine. Ja, ich sammle für Domino Day, weil die sonst nicht genug Geld bekommen haben. Ne, die finden keine Investoren. Aber ja. Es gibt auf jeden Fall noch sowas wie Domino Day. Nur halt jetzt öffentlich im Fernsehen. Das ja, macht ein kleiner. Das macht ein privater Verein. Die tun aber trotzdem Weltrekorde machen. Die haben zum Beispiel, ich glaube letztes Jahr, also jetzt 2015, also vor 2 Jahren sogar, haben die das größte Domino Porträt gebaut. Mit über 325.000 Steinen. Von Steve Jobs. Oh, okay. Ich nicht so schön, weil du es gerade angesprochen hast, haben wir überhaupt frohes neues Jahr gewünscht? Frohes neues Jahr! Frohes neues! Ach, nein! Ach, die haben bis hierhin haben nice, Christoph. Umgeschaltet. Als ob die Zuschauer bis hierher gucken würden. Wäre richtig schlimm. Oh, ich bremse jedes Mal sonst wann, ey. Christoph, wann fährst du in die Bohox? Wieso? Vielleicht gar nicht. Du fährst nochmal in die Box. Sagt wer? Fahrer vor mir. Das macht nichts, wenn der Wagen hinter dir dich überholen will. Fahr mit alten Mediums, ja? Jeff lügt mich nie an. Ja alt sind für die auch schon 3 Dings. Willst du durchfahren, Crusher, oder was? Fährst du tatsächlich durch? Nein, oder willst du mir was sagen? Ich glaube, das werde ich nicht schauen. Okay. Deswegen nein. Oh, gelbe Flagge. Ja, du bist ja jetzt schon wieder an mir dran. Ich hab schon wieder abgehoben. Bin schon wieder abgehoben. Also, du kannst auch wirklich umfallen, ne? Also, es ist nicht so, dass sich das Spiel auf der Strecke hält. Ich weiß. Das war gerade sehr nah. Achtung, Basti, da steht einer. Ich glaube, du kommst. Ich glaube, du catchst mich tatsächlich noch. Außer das. Oh, wer steht denn da? Andi ist raus. Vorstand und Ziel die Kurve. Ja.
Andi, was Safety passiert? Car. Ich glaube da ab. Nicht. Safety Car wäre geil. Safety Car wäre jetzt nicht geil. Also Rico ist zwar 14 Sekunden oder so hinter mir, aber der kommt auch jede Runde gefühlt 30 Sekunden ran. Das macht Sinn. Ja. Andi, was hast du gemacht? Bist du einfach gerade ausgefahren? Nein. Fahrer vor mir. Ah, Christoph geht in die Box. Das ist korrekt. Könnte mit Vierter wieder rauskommen. Andi, gib mal Unfallbericht. Hast du eine Strafe, Merlin? Nee. Hab ich auf Verstappen geachtet und dann verbremst und dann die Kurve nicht bekommen. Warum hast du den Verstappen nicht einfach weggehauen? So wie du das eigentlich mit jedem machst. Ey, das ist ja Jello. Da haut das stimmt alle nicht. Doch, ich möchte noch einmal an Aserbaidschan erinnern, wo Andi den einen weggehauen hat, weil er als Dritter ins Ziel fahren wollte. Hat niemand gesehen. Doch, ich. In seiner Aufnahme. Und in seiner Aufnahme. Hat er wahrscheinlich. Hier klatschen die Leute in der ersten Schikane, die haben doch. Alter, verpixelt. Ja, da war irgendwie die 3 Sekunden Aufnahmefehler bei mir. Dann ging's aber auf einmal. Die Leute in der ersten Schikane, die haben Bock, die klatschen. Ja, kein Wunder, ja, aber die ganze Zeit sehen, wie ich hier fast abhebe, die denken sich auch gleich, boah, Junge, die Rakete hebt ab, Junge. Hat der genug Fuel? Ja. Wo ist denn der Helm? Man kann doch nicht auf dem Mond landen. Wollen. Jo. Der Mondformel 1 zum Fahrer. Alonso. Hallo Alonso. Ja, das geht aber nicht. Alonso. Das ist ein Sprung in der CD, ey. Alonso. Forever Alonso. Habe ich aber jetzt letztens auch gehabt bei Spotify. Da hing auf Sprung in der CD. Bei Spotify, ja, die Stadt, du. Spotify. Teamkollege in der Box. Wo fahr ich denn lang? Wir hatten da gerade irgendwo gehauen. Ah ja, es ist was passiert. Oh, er hat eine Durchfahrtsstrafe. Ja. Oh nein. Oh Gott, ich fahr so. Okay, nicht auf die Minimap gucken. Auf die Straße gucken. Oh Gott. Bunse macht Platz, sehr schön. Oh, Bunse? Wer ist Bunse? Alonso, nee. Bunse, Bunse macht Platz, Alter. Bumse. Der Bumsebiene. Mag nutzen. Du magst nutzen. Oh shit. Das hat keinen Platz. Ich hab noch einen Fehler gemacht oder was? Ja, ich hab mich verbremst in der ersten Kurve. Ich muss hier den Notausgang nehmen. Achso. Ich dachte erstmal, es sollte nicht streichen. Das ist leider verkackt. Wir nehmen dich raus. Tschüss. Wenn da vorne jetzt kein großer Unfall noch passiert, dann ist das ein Doppelsieg für die beiden. Ich muss die erstmal einholen, ne? Was? Ich muss die erstmal noch einholen. Ach so. Du warst an Bord? Oh. Ach so. Ja gut, du bist aber nicht weit hinter mir. Ja, du bist aber auf den Geraden. In den Vollgas Kurven. Wie viel Sekundenstrafe hast du? 2. 3? Ja. Das sollte möglich sein. Fahrer vor mir. 3, das glaube ich dir nicht. Hast du das? Fahrer vor mir. Der hat alles gesagt, aber nicht wie weit du vor mir bist. Warte, Fahrer hinter mir. Hallo. 10,3 Sekunden. Na klar, Perez macht mir Platz anstatt dir. Ilu. Hä? Hast du die Durchfahrtsstrafe schon gemacht, Rico? Weiß Nein, ich nicht. Hat er nicht. Da kann er nicht. Nein! Andi, du hörst dich. Andi, du hörst dich wie eine alte Frau. Nee, hat sie alle. Nein, Schatz! Ketten, wie so ein Kettenraucher. Rauch macht alt, ich bin 48 und fühle mich immer noch großartig. Nee, warte mal. Achso. Ilu war auch in der Box? Ja. Ja. Das ist richtig. Geht dich gar nichts an.
Ah, aber beide auf den SS-Reifen. Das finde ich ja ganz schön rechts von denen. Nichts zu skieren. Schön in die Boxengasse gleiten. Oh Gott, oh Gott. Bist du jetzt in der Box oder was? Ja. War hinter mir. Boah, schon anderthalb Sekunden aufgeholt. Hey Christoph, für dich ist nur wichtig, 3 Sekunden auf mich aufzuholen. Nö. Wieso? Hast du auch eine Strafe? Ja. Ah, ich hab beinahe meine zweite kassiert. Oh! Oh Gott, Alter, wie ich jedes Mal fast umkippe, ey. Ich fahre mit 30 durch und ich kaputt. Ich hab schon wieder 2 Strafen. Ja. Mach mal. So langsam könnten Safety Car kommen. Das finde ich auch gut. Das wäre richtig scheiße gerade. Safety Car wäre richtig kacke. Gut. Krieg ich nämlich noch, dann komme ich nämlich noch auf Basti. Dann komme ich noch an, hier an. Hier. Jan. Der fährt Christoph. Ja, ich kenne Christoph nicht so lange. Die 12 Jahre. Ja, ja, wenn die acht, jetzt in der 25. Runde kommt, dann werden wir mit Safety Car wohl zu Ende fahren. Fährst du nicht. Gibt es überhaupt in diesem Spiel nicht. Geht nicht? Okay. Geht nicht. Okay. Ja, wie ist denn der dann gehandhabt? Geht das vorher rein eine Runde? Nee, gar nicht. Es kommt gar nicht mehr. So, okay. Lass dir doch verrecken da in seinem Wagen. Wir fahren mit dem Safety Car zu Ende hier. Also alles brennt, ja, ist egal. Ja, ich schalte über uns. Kommst du überhaupt nochmal an Perez vorbei? Wir dürfen jetzt nicht mehr rausfahren. Rico? Ich weiß nicht, ob ich. Also in den Punkte werde ich wahrscheinlich noch landen, aber. Ich bin so weit nach hinten gefallen, Perez ist Sechster. Weiß ich nicht, werde ich sehen. Scheiße. Rico, gib alles. Achtung, Rico. Danke. Alter, wie ich jedes Mal hier fast umkippe. Und was hast du denn gemacht? Und bei der zweiten auch. Was hast du denn gemacht? Was du Scheiße gesagt hast. Oh, das war schon wieder Rico, ne? Auto verloren. Rico hat mich umgeschubst. Diesmal war ich nicht. Hatte das euch auch vorgespielt? Wo er die Cola umschmeißt und man wirklich der Sprung hat. Oh, Scheiße, ja, als ob er duschen würde. Oh, ja. Oh nein. Jetzt hast du aber einen Scheißfehler gemacht, oder? Du aber auch ein bisschen, Alter. Rico? So, 5-9. Was? Hast du gerade Fehler gemacht? Ja, ich glaube die ganze Scheiße. Hast du nicht gerade, oh nein, Scheiße? Doch, also, du kommst halt an den Geraden ran. Die Kurven sind relativ gut, aber er hat sich auf der Station. Andi ist einfach ein guter Teamkollege. Dankeschön, Andi. Der weiß halt wenigstens noch, worum es geht. Nee, Andi ist kein Teamkollege, Andi ist eine fette Petze. Ist Andi das. Ist doch keine Petze, Andi ist einfach nur ein guter Teamkollege. Ich trau mich halt auch nicht, diesen Hubbel da in der zweiten Schikane mit dem Reifen. Was, hab ich doch gehört, dass du... Oh nein, Rico, Scheiße! Aber ja, du hast nochmal nachgefragt. Ja, weil bist du die ganze Zeit einfach weitergeredet durch irgendwelche Kühe oder so. Habt ihr irgendwann mit dem Cola, hat euch das auch vorgespielt? Ja, fand ich jetzt interessant. Hier vorne ist ein anderes Schema, ja? Hier vorne ist ein anderes Klima. Ist ein anderes Schema. Klima wollte ich sagen und kann man Schema, ja? Lass mich hier noch. Boah, ist ja heiß, Alter! Aber wenn dann der Klimawandel kommt. Ja. Das Schöne ist, ich fahre hier immer noch komplett alleine rum, Alter. Hinter mir ist nichts los, vor mir ist nichts los. Hier ist schön kühl, weißt du? Das ist genau das gleiche Rennen wie jedes andere Rennen. Ich habe 2 Autos vor mir und 3 hinter mir. Fliegst du noch raus? 1,23, fahr das ganze Rennen über 1,29. Ohne Ausnahme, ey. Fahrer hinter mir. Das klang nicht gesund. Ja. Hoppala! 2 Sekunden. Hoppala, wie das jetzt rauskommt. Ich bin auch fast abgehoben. Ja, das passiert mir jede Runde inzwischen. Und bei der zweiten Linkskurve dann nochmal mitnehmen. Basti, möchtest du nicht nochmal deine Strategie überarbeiten? Weil ich glaube, du musst da nochmal zweimal stoppen, hat mein Jeff gerade gesagt. Du kannst mir gerade die Kippe knutschen, ich hol mich jetzt. Was holst du dir? Ich hol dich jetzt. Wohin? Hol dich ab, ey, mit dem Bus, ey. Oh, geil. Taxi, Alter. Bus mit 300. Habt ihr schon Verwarnung oder so bekommen? Ich hab eine einzige hab ich bekommen. Ich hab noch gar keine, komischerweise. Ich fahr wieder zu Penner. Naja, deswegen, aber Mitleid. Eine. Rico? Was, ja. Hast du eine Strafe? Hast du schon eine Strafe? Nein. Ist jetzt eigentlich auch egal. Ja, ich komm eh nicht an die Strafe. Abkürzen, mal 3 Sekunden. Ja, eben, ist jetzt eh egal.
Ich hab doch schon 5 Sekunden abgesessen, bisschen. Ach, nur diese. Ah, nochmal 6 Sekunden. Dumme Durchfahrtsstrafe! Oh, die Boxen sind einfach mal richtig assi, ey. Du, egal wo du auf die Bremse drückst, kommst du ja, echt. Ja, das haben die anderen vorhin auch gesagt und ich hab gesagt, was habt ihr denn mit der Boxengasse? Ich hab damit kein Problem, hab ich gesagt. Toll. Bist du raus? Abgehoben! Nein, aber ich heb jedes Mal ab. Nee, du. Oh, bitte dreh dich. Ja, ja noch zwei Runden. Dreh dich aufs Dach so, aber so richtig. Da fahr ich auf dem Dach weiter. Rocket League lass dich, Junge. Erstmal W drücken und boost. Dauert noch ein bisschen, bis ich da bin. Ich seh dich schon. Ja, ja. Könnte zumindest noch ein paar Plätze gut machen. 1,9 sind's noch. Ja. Obwohl, wenn du jetzt eine Strafe einhandelst und mich nicht mehr ein. Wohl bekommst, dann. Ah, wisst ihr, aber ich hab grad einen Fehler gemacht. Fuck. Ich auch. Du auch? Naja. Aber ich fahr grad safe, bis ich keine Strafe hole. Ja. Bald. Hast du denn schon zwei verwaltet? Ja. Ja, das ist jetzt eigentlich Zeit für ein Disconnect. Ja, wollte ich gerade sagen. Ist irgendwie nochmal Zeit. Oder für die Cola. Heuga, heuga, weil ich mir steht eine offene Cola gerade, ja. Die ganze Kohlensäure raus. Oh, ich muss doch mal was trinken, ich hab einen trockenen Mund. Ist aber gleich vorbei, ne? Aber ich call schon mal GZ Ilo. Guckst du eigentlich die ganze Zeit mir zu, Andi? Nein, ich guck grad bissel zu. Nein! Ey, Andi, wollen wir dann eine Runde SingStar spielen? Danke. Karaoke. Ja. Das war Glücksrad spielen. So von Adele, Hello oder so. Hello, freuen Sie sich. B, du triffst jeden Ton. It's Dimitri. It's Dimitri. Hallo von der anderen Seite. Hör auf die Stimme. Mutti. Und was sie sagt, sie. Hör auf die Mutti. Schick uns eine Kanne. Schick uns eine Kanne. Schick uns eine Kanne! Wir würden uns freuen drüber! Willkommen zur Hitparade, liebe Zuschauer. Hitparade von Radio Boah. Da ist noch Verstappen hinter mir oder von Radio Boah, ja. Ich hab mich ein bisschen versprochen. Sebastian? Wie das? Ah, okay. Holla, die Waldfee, ich hab grad ein Schild mitgenommen. So, Christoph, wenn du jetzt nochmal 38 Sekunden Zeit lassen würdest, fände ich das sehr nett. Ist ja jetzt noch eine Zeitstrafe bekommen, hätte das anders mein ausgesehen. Mein Benzintank blinkt. Oh. Oh. Du, bissel, wenn Basti keine 5 Sekunden Zeitstrafe gehabt hätte, sieht es auch anders aus. Ja, klar, dann wäre er gar nicht mehr in Reichweite gewesen für mich. Ah, okay, damit war es dann eh. Ich habe noch eine Zeitstrafe bekommen. Gut. GZ Basti zum zweiten. Guck mal, es waren gerade 2,9 Sekunden, ne? Ja. Ich habe einen Fehler gemacht. War der echt jetzt? 2,9 Sekunden. Oh, ja, hat mich überrundet. Scheiße. A triple. Das sind immer noch 2,9 Sekunden. Kann nicht mehr weiter vorkommen, die eine Runde. Toll. Weil ich mich überholt hat. Überrundet hat. Wie viel bist du geworden? 8. Es sei denn, Basti erzählt mir jetzt was anderes. Was? Fuck. GZ Basti. GZ Basti zum Andi, meine ich. GZ an alle. Hey, Iluka, Christoph fährt irgendwie langsam. Rausfliegen. Ja, Christoph hat keinen Benzin, kein Benzin mehr. Christoph, was ist denn da los? Ja, ich hab halt einfach gar kein Benzin mehr. Echt? Ich bin schon mit einem kleineren Tank gestartet, deswegen bin ich auch so gut weggekommen. War eine ganz schön schwache Blase. Ja, gut, Mollen Maus Brot ist der Letzte, der durchs Ziel fährt. Mollen Maus Brot. Du bist rausgeflogen oder was? So? Nee, Rico. Ja, okay, aber der wurde doch überrundet. Ne, ich wurde überrundet. So, für dich ist. Ja, jetzt nochmal raushauen bei so einem Spiel. Das wär richtig geil, Berlin. Oh Gott. War falsch eingelenkt. Oder nochmal so eine 20-Sekunden-Strafe oder so. Ach, Fünfter! Ein Triple, Pole, schnellste Runde und Sieg. Sehr schön. Aber selbst die Strafe nicht gekriegt, das hätte ich gehabt. Ja, leider. 6 Sekunden sogar, oh Gott, oh Gott. Ja, ich habe in der letzten Runde nochmal in der gleichen Kurve den. Hätte ich den Flügel nicht kaputt gehabt, hätte nicht die Strafe gekriegt und hätte den Flügel nicht wechseln müssen, wäre ich wahrscheinlich noch einen Schlag weiter gewesen. Ja klar, da hätten wir uns gebettelt, das ist auf jeden Fall so.
abgehobene Stück Code. So. Mollen ist jetzt nicht mehr mein Ziel, sondern Andi. Dann schauen wir nochmal hier auf die Konstrukteursbänke. Ist alles so geblieben, außer der Mollen, der ist nochmal ein Platz nach oben. Zwei Plätze. Andi ist ein nach unten. Zwei nach unten. Ja, der zwei nach unten, ist mir auch egal. Egal. Ich bin auf dem vierten. Ich komme näher zu Christoph und damit war es das vom Renntag. Konstrukteurswertung hast du vergessen. Nee, hab ich doch gesagt. Ah, nee, hab ich nicht. Williams Racing auf dem ersten, haben, Red Bull zweiter, Mercedes vierter und Ferrari. Alter, ihr habt doppelt so viele Punkte wie Red Bull. Ja. Mercedes dritter und Ferrari vierter. Gut, das war's. Wir sehen uns nächste Woche wieder. Bis dahin. Ade, Fieri. Tschüss. Tschüss. Ciao, ciao.